Leute, wie versprochen, zu später Abendstunde, kurz vor Release von Season 18, gibt es die offiziellen von EA auf der EA-Seite niedergeschriebenen Patchnotes. Ich habe anderthalb Seiten feinsten Stuff. Ich erkläre nichts im Detail. Ich haue das jetzt so durch, dass es verständlich ist. Vorher möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass die ersten drei Videos ab Release von Season 18 wieder jeweils drei Apex Legends Coins Verlosungen haben. 1000 Coins, 6700 Coins, 11500 Coins. Ihr müsst Abonnent sein auf YouTube, ganz wichtig. Details mehr, wenn dann Season 18 released ist. Also wer Bock hat, eine Menge Coins zu gewinnen, sollte auf jeden Fall diesen Kanal abonniert haben. Wäre auf jeden Fall eine feine Sache. Und wer übrigens Bock auf Apex Legends Merch hat, nochmal in eigener Sache. Es gibt jetzt auch Wraith Apex Legends Merch neu dazugekommen. Wer Bock hat, vorbeizugucken, schaut in die Videobeschreibung, würde ich mich sehr darüber freuen. So, Schluss mit Eigenwerbung. Es geht los. Ich zeige euch jetzt, dass nicht auf der EA-Seite ausschließlich der ganze Stuff, die Punkteverteilung für das Ranked-System. Da schalte ich nochmal ein Bild zu ein und möchte euch auch erklären, warum es in dieser Season tatsächlich sehr, sehr schwer werden wird, wieder Master zu erreichen. Also da wird uns auf jeden Fall ein ordentlicher Strich durch die Rechnung gemacht für jeden, der denkt, dass das jetzt easy gefixt ist. Also Map-Rotation fangen wir an. Broken Moon, Kings Canyon, Olympus. Die anderen beiden Maps fliegen raus. Dann haben wir Ring-Update. Bei den Ring-Updates lasse ich ein paar Daten weg. Die einzelnen Ring-Schrumpfzeiten des einzelnen Rings und wie lange der Ring bleibt und so, das habe ich mir jetzt alles mal gespart. Ich werde das grob erklären. Ring 1. Auf jeder Map wird erstmal 10% größere Radiusfläche haben und wird im Detail pro Map ungefähr 20% größere Fläche ausmachen. Dann der Schaden. Der Schaden vom ersten Ring ist tatsächlich unangetastet geblieben. Das hat Respawn eigentlich anders erzählt. Schaden von Ring 2 von 3 auf 4 Schaden pro Tick erhöht. Und von Ring 4 wurde der Schaden von 20 auf 15 reduziert. Der Stillstand und die allgemeine Schrumpfzeit wurde jeweils von Ring zu Ring ein bisschen angepasst. Die meisten Ringe haben sich verkürzt. Lediglich die letzten beiden Ringe schrumpfen 10 Sekunden langsamer. Waren ursprünglich, glaube ich, 40 Sekunden, sind jetzt 50 Sekunden. Und die maximale Spieldauer wurde reduziert. Und das finde ich extrem geil. Das habe ich im letzten Patchnote-Video schon erzählt. Da gibt es jetzt auch Zahlen. Maximale Spieldauer, wenn wirklich der finale Ring komplett geschlossen ist, auf den kleinen Maps Kings Canyon, World's Edge, Olympus, sollten statt 21,5 nur noch 19 Minuten maximal dauern und auf den großen Maps Stormpoint und Broken Moon statt 22,5 Minuten nur noch 20 Minuten. Feiere ich extrem die Änderung, dass es alles ein bisschen schneller geht, nicht mehr so lange dauert. Auf jeden Fall eine coole Änderung. Jetzt kommen wir direkt schon zu den Ranked-Änderungen. Ich kaue jetzt die ganzen Ranked-Änderungen, die ich euch in dem letzten Patch-Note-Video erzählt habe, nicht nochmal durch. Lediglich diesen Screenshot möchte ich euch zeigen. Das ist nämlich die neue Punkteverteilung für die ganze Geschichte. Wir bekommen nämlich, ihr seht ja im Vergleich von Season 17 zu Season 18 und den Stand ab Season 18 Diamant Plus, da wird sich drastisches ändern. Wir sehen schon mal, dass wir für Platz 1 nicht mehr 200, sondern nur noch 150 Punkte bekommen. Dann bekommen wir für Platz 2 nur noch 100 statt 175 Punkte und dann reduziert sich das jeweils in 10er beziehungsweise irgendwann in 5er Schritten. Moment, Platz 3 waren noch 65. Genau, das geht jetzt in 10er Schritten und ihr seht, dass wir Platz 9 und 10 jeweils 0 Punkte bekommen. Das heißt, wenn jetzt jemand denkt, er kann wie in Season 17 sich in die letzten Zonen campen, natürlich ist das noch faktisch möglich, macht aber eigentlich fast keinen Sinn mehr, weil wer wirklich das Ziel Master hat und denkt, dass er das wie in Season 17 genauso schafft, der irrt gewaltig, denn auf jeden Fall wurden auch die Minuspunkte angeglichen. Wir bezahlen für jeden Rang ab Diamant Plus sind es minus 75 Punkte, aber wir werden jetzt mit minus 50 Punkten starten, was auch ganz gut so ist. Und wir fangen erst ab Platz 13 an, dieses Minus zu reduzieren. Wie gesagt, solltet ihr Diamant erreicht haben, starten wir schon mit minus 75 Punkten.
Master Predator wird auch ebenfalls bei minus 75 Punkten starten. Das ist schon mal irgendwo eine Differenz, wo wir sagen, alles klar, es wird auf jeden Fall deutlich schwieriger. Natürlich gibt es nach wie vor keinen Split. Das heißt, wir haben genügend Zeit, dennoch unser finales Ziel zu erreichen. Und was dem auch ein bisschen positiv zusteuert, ist die Tatsache, dass wir jetzt für Kills wieder belohnt werden. Und hier möchte ich euch nochmal ganz klar sagen, in den ersten 1, 2, 3 Wochen, bevor dann Respawn hinterrücks da irgendwas implementiert hat, was uns das Leben mit Kills schwer gemacht hat, wer da schon Master erreicht hat in den ersten 2, 3 Wochen, der hat es tatsächlich extrem einfach. Ab der 3. oder 4. Woche war es dann so, da wurde was implementiert und das hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Faktisch haben eigentlich fast alle kaum noch Punkte für Kills bekommen. Es ist quasi so, dass wir für Bonus, besondere Spielleistung, Platzierung deutlich weniger Punkte bekommen, dafür im Ausgleich mehr Punkte für Kills. Natürlich auch alles irgendwo in Richtung des Skills der Gegner. Es ist natürlich ein krasser Gegner, krasser als du, bekommst du mehr Punkte. Ist es ein schlechterer Spieler, bekommst du weniger. Oder ist es jemand, den du schon mal gekillt hast, kriegst du für den zweiten Kill dann jeweils einfach keine Punkte mehr. So, genug über Ranked gesprochen, weiter im Text. Schild-Update. Das Evo-Schild braucht jetzt statt 150 200 Schadenspunkte, um auf Blau zu kommen. Und dann haben wir Änderungen natürlich auch im Replikator. Alle Änderungen, die jetzt kommen, gehen erstmal in Richtung Replikator. Du kannst, wenn du das Schild, also dein erstes weißes Schild reinhaust, bekommst du dann jetzt nicht 150, sondern 200 Schadenspunkte obendrauf. Egal welches Schild du da reinknallst, natürlich ab Stufe Rot macht das keinen Sinn mehr oder Gold sowieso nicht. Du bekommst jetzt 200 Schadenspunkte, sodass du, wenn du das Weiße von Anfang an reinknallst, auch wieder auf Blau landest. Und es wird in Zukunft so sein, das war wohl scheinbar vorher nicht so, das habe ich tatsächlich aber noch nie beachtet, dass du einen Überlaufschaden bei Stufenaufstieg, der wird jetzt übernommen, der Überlaufschaden. Was meine ich zu Deutsch? Dir fehlen zum Beispiel 50 Punkte auf Blau. Dann hast du Stufe Blau aus dem Replikator rausgeholt und brauchst dann aber 150 Punkte weniger auf Lila, weil du ja 200 Schadenspunkte eigentlich bezahlst, bekommst du auch 200 Schadenspunkte drauf. Also musst du, glaube ich, was ist denn von Blau auf Lila? Waren das 750 Punkte? Ne, das war auf Rot, waren es 500 Punkte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, sorry dafür. Dann sind es statt 500 nur noch 350. Ihr wisst, was ich meine. Nächste Stufe einfach 150 Punkte weniger. Dann haben wir die Rampage und die 99 kommen wieder raus aus dem Replikator. Und die Nemesis und die Mosambik inklusive Hammerpunkt-Munition gehen rein. Jetzt geht aber auch die Hammerpunkt-Munition und der Double-Tap-Trigger gehen komplett aus dem Spiel raus und sind nicht mehr findbar, sozusagen nur noch auf der Mosambik. Oder wenn du eben die, wenn du Ballistik nimmst und machst mit deiner Sling Weapon ultimative Fähigkeit die Waffe zu Gold, sollte da Hammerpunkt theoretisch auch drauf sein, theoretisch noch bei der P2020. Gehe ich zumindest davon aus. So, die Disruptor Rounds, habe ich schon erzählt, kommen rein für die Alternator, die dann 20% mehr Schaden auf Schilde macht, und die Peacekeeper, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Disruptor Rounds auf die Peacekeeper macht dann 25% mehr Damage auf Schilde. Boosted Loader kommt ebenfalls zurück, kennt man noch von der Hemlock und der Wingman. Wenn du die runterschießt und das perfekte Timing beim Nachladen hast, lädst du schneller nach und überlädst dein Magazin mit einigen Schüssen mehr. Bei der Wingman hast du dann 3 Schuss mehr in der Reserve und bei der Hemlock waren es, glaube ich, 9 Schuss. Das Medikit kostet ab sofort statt 15 20 Punkte oder Credits. Dann kommen wir zum Care Package. Die Hemlock kommt raus, ist kein Geheimnis. Und sie wird ein wenig angepasst. Das habe ich im letzten Video schon gesagt. Die Hemlock wird auf Basis der Tatsache, bevor sie ins Care Package wandert, ein wenig gebufft. Rückstoß wird quasi leicht erhöht aus dem Care Package raus und der Schaden wird um einen Schadenspunkt von 23 auf 22 reduziert. Sind aber immer noch krassere Werte, als wäre sie nie im Care Package gewesen. So,
macht es hoffentlich Sinn, falls ich das jetzt ein bisschen ungünstig erklärt habe. Der Headshot-Multiplikator wird von 1,8 auf 1,75 reduziert, ist in Zahlen nicht wirklich der Rede wert. Die Prowler geht rein, inklusive Fire Receiving Mod, also vollautomatisch, oder Burst, wenn wir Bock haben. Und der Schaden wird von 15 auf 16 pro Kugelgrundschaden erhöht. Goldene Flurwaffen, Hemlock, Peacekeeper, Alternator, Rampage und die Charge Rifle. Wer die goldene Peacekeeper oder die goldene Alternator also findet, kann sich freuen mit den Disruptor Rounds ausgerüstet. Das wird richtig witzig. Beutespawn ändert sich. Das finde ich eine interessante Änderung und macht auf jeden Fall das Spiel ein wenig interessanter. Denn blaue und lila Waffenaufsätze werden um 20% Spawnrate reduziert und auch das blaue und das lila Schild wird um 30% Spawnrate reduziert. Charge Rifle Rework gehe ich nochmal ganz flott durch. Die Charge Rifle verliert den Trefferscan und den Ziellaser wird eine Projektilwaffe mit Bullet Drop. Und das Besondere bei der Charge Rifle ist, wenn du einen Gegner hittest und direkt der Gegner stehen weitere Gegner, kriegen die auch nochmal 80% vom Grundschaden obendrauf. Machst du theoretisch 80 Schaden beim ersten oder sagen wir 100, lässt sich besser rechnen, bekommt der Gegner oder der zweite Gegner oder der noch dahinter steht 80 Schaden. Das finde ich auf jeden Fall geil. Du kannst mit der Charge Rifle Türen öffnen und du hast einen distanzbasierenden Schaden. Hallo Deutsch. Bei ca. 50 Metern machst du 75 Schaden und bei ca. 300 Metern ungefähr 110 Schaden. Also je weiter der Gegner weg ist, desto höher ist der Schaden. Jetzt kann ich euch verraten, das konnte ich im letzten Video noch nicht machen, wie der Trigger-Mechanismus funktioniert. Das hatte ich erzählt. Statt dem Charakter-Trailer ist es tatsächlich der Gameplay-Trailer gewesen, wo du Revenant mit der Charge Rifle schießen siehst, kann der diesen Trigger aufladen. Und ich dachte ursprünglich, du schießt einmal, drückst einmal und schießt sofort oder du lädst auf und eine extra Taste lässt den Schuss los, damit du eben weniger Bullet Drop hast. Ganz so funktioniert es tatsächlich nicht. Dieser Trigger, der dieses Fadenkreuz so aufladen lässt, das ist quasi die 100% Aufladung. Bei 100% Aufladung des Triggers schießt die Waffe. Du kannst mit dem Trigger aber spielen, weil es ja deutlich schwieriger ist, mit der Charge Rifle jetzt zu treffen. Lädst du den Schuss so lange auf, triggerst den bis 90%. Ein Gegner versteckt sich und spielt vielleicht ein bisschen mit dir, guckt immer mal aus seiner Deckung raus und dann triggerst du so lange, bis der wieder rausguckt und dann drückst du final, bis die 100% Ladung ist. Sonst müsstest du erstmal von null aufladen, bis der Schuss logischerweise rauskommt. So wie wir es von der Standard Charge Rifle eben kennen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich erklärt. Dann wird es so sein, sie verbraucht nur noch eine Kugel, hatte ich erzählt. Und Munitionskapazität ändert sich, denn die Charge Rifle kann in Zukunft ein erweitertes Magazin tragen. Basis sind 4 Schuss. Weiß sind 5, blau sind 6 und lila und goldenes erweitertes Magazin sind 8 Schuss. Taktisches Nachladen wird von 4 Sekunden auf 3,5 Sekunden reduziert. Taktisches Nachladen heißt, du schießt die Waffe nicht leer und lädst vorher nach. Wer das nicht weiß, bei jeder Waffe ist es so, außer bei der Elster natürlich, dürfte das nicht so sein, oder bei der Kraber. Sicherlich gibt es vielleicht noch die ein oder andere Ausnahme. Wenn du eine Waffe nicht komplett leer schießt, ist die Nachladezeit kürzer. Kleiner Tipp nebenbei. Und wenn du das Magazin leer geschossen hast, dauert es 4,6 Sekunden statt 5,1 Sekunden. Dann kommen wir zu den MPs. Das ist sehr interessant, hatte ich letztens drüber gesprochen. Die Strafe Speed Geschwindigkeit wird ja reduziert. Tatsächlich steht in den offiziellen Patch Notes nur, wenn du ADS aktiv hast, also wenn du im Visier bist. Von Hüftfeuer ist tatsächlich nicht die Rede. Das heißt, viele spielen im Close Range Combat sowieso aus der Hüfte. Das heißt, das wird quasi nicht betroffen sein. Die Strafe Speed Geschwindigkeit wird zwischen 10% und 15% reduziert und der Headshot Multiplikator wird reduziert von 1,5 auf 1,25. Die R99 vertikaler Rückstoß wurde erhöht. Munition wird reduziert, hatte ich auch drüber gesprochen. Jetzt haben wir Zahlen. Das Basismagazin wird von 19 auf 17 reduziert und jedes weitere Magazin eine Kugel weniger. Spare ich mir jetzt die Kugeln anzusagen. Die Spitfire, die kriegt tatsächlich einen ordentlichen Buff, würde ich sagen. Sie kann ab sofort in Season 18 wieder einen Laufstabilisator tragen. Das konnte sie vorher eine Weile lang nicht. Dann wird der Rückstoß, es wird geschrieben, übersetzt, verbessert.
Wie verbessert ist nicht klar, aber ich gehe davon aus, dass der Rückstoß im Allgemeinen leichter zu handeln ist, wenn man im Visier ist. Und Hüftfeuerstreuung soll reduziert sein oder verbessert. Die Mastiff bekommt ein gestrafftes Detonationsmuster. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was es bedeutet. Ich gehe trotzdem davon aus, weil ich bei dem Livestream von den offiziellen Devs beim Early Access wurde gesagt Blast Pattern. Also gehe ich immer noch davon aus, dass es das Peacekeeper Pattern ist. Ob das jetzt tatsächlich wirklich so gemeint ist, kann ich leider nicht sagen. Muss man dann in Season 18 abwarten. Wer es übrigens nicht mitbekommen hat, ich werde auf jeden Fall gegen 18:30 am Dienstag live in die neue Season streamen. Da können wir auf jeden Fall im Trainingsgelände ein bisschen was testen. Leute, kein Cross-Progression. Wird nicht erwähnt, wird nicht kommen. Ich weiß, ich habe jetzt und auch viele andere YouTuber weltweit, Dataminer haben darüber berichtet, dass die Daten aus den Gamefiles verschwunden sind. Was bedeutet es? Es steht vor Release. Eigentlich hätte es kommen sollen aus wirklich sehr, sehr sicherer Quelle. Wir können tatsächlich davon ausgehen, dass das Riesenproblem Ranked-System fixen und deswegen ist tatsächlich das einer der magersten Patch-Notes überhaupt. Wir hatten schon weniger tatsächlich, aber das sind magere Patch-Notes. Natürlich sind krasse Änderungen dabei, wie Rework Revenant oder Charge Rifle oder diese heftige Aktion mit Disruptor Rounds of Peacekeeper und so weiter, keine Frage. Aber massive Änderungen sind wir ehrlichstens tatsächlich nicht, die sagen, oh, es fühlt sich jetzt an wie ein komplett neues Game, keine Map-Änderung, keine neue Legende, keine neue Waffe und so weiter. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und deswegen, das Ziel war, Ranked zu fixen, also Cross-Progression kommt nicht in Season 18. Und ich möchte keine Vermutung jetzt irgendwie in den Raum stellen, Season 19 oder keine Ahnung. Ich halte am besten meine Fresse, was Cross-Progression betrifft, obwohl ich demnächst bestimmt wieder darüber berichten werde. Granaten finde ich sehr interessant, die Standardgranate hat jetzt einen höheren Wirkungsbereich, sowohl in dem inneren hauptsächlichen Schadenkreis, wo du, es gibt zwei Schadensradien, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, einmal den heftigen Impact, den maximalen Schaden, der wurde ungefähr um 10% erhöht und auch der Außentrefferbereich wurde um einiges erhöht, sodass der allgemeine Wirkungsbereich einer Granate größer ist. Firing Range, mehr Nessies, Punkt, Punkt, Punkt und mehr wurde geschrieben. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen, keine Ahnung, Ingame-Trick mit Nessies und weiß, keine Ahnung, vielleicht kannst du wieder das Riesen-Nessie rufen, wer es nicht weiß. Standard Kings Canyon Version gab es 10 Nessies, die du finden musstest, die du nacheinander abknallen musstest, die sind nicht gleichzeitig gespawnt. Da musstest du da mal eins abknallen, mal da, mal da, mal da, mal da, mal da. Das musstest du aber gut timen, damit du das schaffst. Und das, dann ist bei den Sümpfen Riesen Nessie erschienen. Sorry, jetzt weite ich hier doch die Patchnotes ein bisschen aus. Es tut mir leid, ich komme wieder zum Punkt. Beim Betreten der Firing Range hat deine Legende sofort die Ulti voll. Stirbt die Legende, ist die Ulti voll. Wechselst du die Legende, ist die Ulti voll. Das ist jetzt nicht der Mega-Reißer, aber ich finde es geil, wenn man irgendwelche Sachen testet oder irgendwelche Tipps und Tricks-Videos aufnehmen will und so weiter und so fort. Legendenänderungen, Revenant, natürlich gehe ich jetzt nicht weiter auf die Skills drauf ein. Mittlerweile sollte es klar sein. Ich weiß, es sind demnach keine 100% Patch-Notes. Es tut mir leid, aber sonst sind wir bei einer halben Stunde. Das möchte ich vermeiden. Revenant wird jetzt Skirmisher-Klasse. Die Skirmisher-Klasse haben nicht mehr die angreifende Klasse, was ich sehr, sehr schade finde, was Revenant wieder ein Stück weit schlechter macht, weil ich das geil fand. Aber naja, er kann auf jeden Fall sehen, wenn die vollautomatische Brawler in einem Care Package ist, was schon mal wieder ein Bonuspunkt für Revenant auf jeden Fall ist. Jetzt kommen wir zu Legendenänderungen. Jetzt geht es erstmal rein um Abklingzeiten, Cooldownzeiten der ultimativen Fähigkeit. Und das ist etwas, was ich unfassbar unverschämt und überhaupt nicht nachvollziehbar finde. Es gibt eine einzige Legende, die mir sofort einfällt und wahrscheinlich euch auch, die gebalancete Legende im gesamten Spiel ist und die eigentlich keinen Buff und keinen Nerf braucht. Vielleicht eher ein Buff, aber Bangalore wird quasi ihre ultimative Fähigkeit nicht nach 3, sondern erst nach 4 Minuten bereit haben und ich habe keine Ahnung, was das soll. Catalyst, Cooldown nicht mehr nach 120, sondern noch nach 150 Sekunden. Gibby bekommt das Gegenteil. Seine Cooldown wird reduziert von 270 auf 180 Sekunden, quasi keine 4. Sondern nur noch 3 Minuten. Horizon von 180 auf 210 Sekunden erhöht. Loba von 120 auf 150 Sekunden erhöht. Aber der Beschleuniger macht jetzt
25 statt 20% Aufladung bei Loba. Das war nur bei Loba so, dass die weniger Aufladung kriegt auf ihre Ulti. Wegen dem Black Market und weil der relativ schnell voll ist und von Anfang an schon auf 50% geladen ist. Mad Maggie erhöht die Zeit von 90 auf 120 Sekunden. Pathfinder von 120 auf 180 Sekunden. Eine Minute, warum? Und Wraith wird nochmal reduziert, das Portal von 210 auf 180 Sekunden. Also das sind teilweise Sachen, die kann ich null nachvollziehen. Und schon gar nicht das, egal. Taktische Fähigkeit, ebenfalls ein paar Änderungen bei Ballistik. Das verstehe ich überhaupt nicht so richtig. Die Kampfunfähigkeit des Gegners, wenn er überhitzt, wird von 2 auf 1 Sekunde reduziert. Warum auch immer. Loba Cooldown finde ich cool, von 30 auf 25 Sekunden reduziert der Teleportreif hier. Die Leaks, die ich euch gestern nahegelegt habe, haben nicht zu 100% gestimmt. Der Verlangsamungseffekt wird tatsächlich von 2,5 auf 0,5 Sekunden reduziert. Silence von 10 auf 8 Sekunden reduziert. Die Abfeuergeschwindigkeit, bis dieser Effekt draußen ist, dauert jetzt 1,4 Sekunden statt 0,9. Aber der Leak mit der Reichweite, dass die Reichweite reduziert wurde, stimmt tatsächlich nicht. Oder es stimmt und es wurde nicht reingeschrieben. Es steht auf jeden Fall nicht in den offiziellen Patch Notes. Bei den Maps gibt es eigentlich nicht ganz so viel zu erzählen, außer, habe ich aber schon erzählt, es gibt zwei POIs, der Kern und der Bauhof auf Broken Moon, kommen jetzt in die Mixtape-Playliste. Kings Canyon wurden viele Red Spots entfernt und World's Edge, auch wenn es jetzt aktuell nicht in der Rotation drin ist. Legendenbewegungen wurden geglättet an Straßenrändern. Also es gibt immer mal so Effekte, da läufst du zwischen einem Straßenrand oder Gleisen lang, dann ist das irgendwie so ein unsauberes Laufen. Ich weiß, was gemeint ist, ich weiß jetzt nicht, wie ich es genau erklären soll, auf jeden Fall ist das der Fall. Replikatoren, Sender und Ringkonsolen, also alles, was man so scannen, aktivieren kann, wird jetzt gleichmäßiger über die POIs verteilt auf allen Maps. Und jetzt kommt eine Änderung, die ich verstehe nicht, warum sie jetzt erst kommt. Sie war von Anfang an eigentlich nötig bei den Spielmodi oder bei dem Spielmodus Kontrolle. Zum einen, die Eroberungszeit wird um die Hälfte reduziert, von 20 auf 10 Sekunden, finde ich krass. Punktelimit von 1250 auf 1000 reduziert und jetzt kommt der Knaller, keine Spawnzeit mehr. Keine fucking Spawnzeit. Und das ist das, was Kontrolle braucht. Und es ging mir auf den Sack, hast du teilweise 8 Sekunden in deinem Auswahlbildschirm, willst du bei deiner Heimatbasis, bei Punkt A oder bei Punkt B spawnen. Du wirst sofort gespawnt, wenn du einen Punkt aussuchst. Und das macht, denke ich, Kontrolle auf jeden Fall wieder ein Stück weit spielenswerter. Auf jeden Fall für mich, Ladies and Gentlemen. Das waren die Patchnotes. Und wir sind trotzdem bei fast 23 Minuten, obwohl ich gar nicht so krass ins Detail gegangen bin. Aber ich rede wie immer auch viel gerne drumherum. Es tut mir leid dafür, aber ich mache es trotzdem weiterhin, weil es mir Spaß macht. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Season. Ich bin gespannt auf eure Meinung und vor allen Dingen, seid ihr zufrieden mit den Patch Notes? Könnt ihr verstehen, dass, wie ich im letzten Video jetzt heute noch gesagt habe oder gestern Montag, wenn ihr Dienstag das Video seht, dass Season 18 mehr oder minder tatsächlich eine Lückenfüller-Season ist, was meiner Meinung nach tatsächlich aufgrund des mageren Inhalts, der aber tatsächlich trotzdem notwendig ist, einfach eine schwache Season ist von der Menge her, die neu reinkommt. Aber ich finde das okay. Hauptsache, das Rank-System ist wieder gefixt. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Restabend, wenn ihr es tatsächlich noch tagesaktuell zum Montag seht. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich zum Start von Season 18 auf Twitch, auf YouTube, sonst wo. Ich wünsche euch was. Viel Spaß noch. Haut rein. Ciao.